Willkommen zu diesem Spieltest von Fallout Shelter. Ich habe schon mal einen Spieltest gemacht. Aber jetzt, wo Flight Pilot Simulator so gut wie vorbei ist, müssen wir ein neues Spiel machen. SFS hat noch nicht die 1.5. Minecraft habe ich selber gerade nicht so ein großes Interesse, deshalb machen wir das hier. Oder ich frage euch, ob ihr das sehen wollt. Einfach 000. Ganz simpel. Glückwunsch, Vault-Tec hat dich zum Aufseher von Vault 0 ernannt. Der Vault schützt die Leute vor den Gefahren des Ödlands. Als Aufseher musst du den Vault erweitern und erhalten, sowie für Zufriedenheit und Sicherheit der Bewohner sorgen. Jeder Raum benötigt ein Special-Attribut. Bewohner mit diesem Wert werden glücklich und produzieren zusätzliche Ressourcen. Vault-Tec vergibt tägliche Leistungen. Denk daran, du musst deine Bewohner glücklich machen und motivieren. Ja. Das war die Einleitung. Ich überspringe gerne das Tutorial, weil es mich nervt. Es nervt mich wirklich. Ich muss Dinge machen, die ich eigentlich noch gar nicht machen will. Also ich habe da mir so einen Plan gezeichnet. Ja, könnt ihr mir ruhig glauben, ich zeichne Pläne für die Walls oder für andere Dinge. Und die sollen mir nicht kaputt gemacht werden. Fette Angebote. Okay. Vielleicht später. Das hier machen wir mal. Erstmal hier Baracke hin. Ich hab doch da. Dann hier ein Diner. Und für mehr reicht es leider gerade nicht. Nun gut. Stärke. Kannst rein. Glück, nee. Essen brauchen wir unbedingt. Und ja, haben direkt den ersten Erfolg. P, auch nochmal A. Und nochmal P. Warum nur einer mit Strom? Mit Stärke. So, das haben wir auch geschafft. Dann mache ich mal Bewohner ins Ödland schicken weg. Weil ich das nicht gebrauchen kann. Und dann machen wir noch schnell eine Wasserbehandlung. So. Und so. Die bleiben erstmal draußen. Na, wobei Gloria Bishop, sie hat Glück. Wenn ich jetzt hier eine Waffe drin habe, dann kann ich sie raus ins Ödland schicken. Teddybär, Kronkorken, Energie, Militärbekleidung, Panzerbrechende, Punkt 32 Pistole. Ist jetzt nicht das Beste, was man kriegen kann, aber okay. Ich muss an einen besseren Ort. Nein. So. Nun gut, Gloria. Darfst in den Vault, kriegst eine Waffe und darfst gleich wieder rausgehen. Das ist dann unsere Baufläche, die wir haben. Und ich würde gern weitere Aufzüge bauen. Moment. Ah, wieder jemand, der eigentlich nichts kann.
fehlgeschlagen. Kriegt er hin und ich habe gerade was gemerkt. Okay. Ich dachte, das ändert was, aber hat sich nicht geändert. Ich habe es davor schon umgestellt. Ich habe vor kurzem auch schon mal das wieder angefangen zu spielen und habe das da umgestellt. Ja gut. Wasser, 50 Nahrung, höhere Stufe mit einem Bewohner. Der hat schon fast die Hälfte. Nee. Das ist fast fertig, das dauert noch. Juhu, 16 Wasser gesammelt. Ja komm, das machen wir noch. Das sind nur 51%. Oh. Und schon versaut. Juhu. Vielleicht hätte ich ein paar Brotkrumen fallen lassen sollen. Die bleiben nicht lange da. 9 Sekunden. So lange können wir den Stein schon mal wegmachen. Hat jetzt alles verbraucht, was wir haben, aber okay. Puh. Das wollte ich eigentlich nicht. Nochmal. Okay, eine neue Person, Ausdauer, ich hätte gern noch einen mit Stärke, muss ja nicht mal unbedingt 5 sein, wenigstens 3. Eine Radkakerlake, oh man, sie kann nicht mal eine Radkakerlake erledigen. Naja. Lagerraum 12 Bewohner, wir haben 6. Anfangs kommen übrigens hier vor der Wolltür automatisch 14 Bewohner. Dadurch kann man die Krankenstation freischalten. Dann, ja, müssen sich die Bewohner wenigstens kurzzeitig vermehren zum Radiostudio. Und dann können wir weitere Leute anlocken. Nahrung, 32 Wasser gesammelt. Wie weit bist du? Fast fertig mit dem Level. Der hier ist am weitesten. Okay, ja. Ich wollte gerade nochmal... Nee. Ich wollte gerade nochmal Tempomodus machen. Machen wir das noch. So Leute, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung wegen meiner Mutter. Sie hat mir gerade ein Brett mit Äpfeln gebracht. Wir haben hier unten die Aufgabe bei mehr oder weniger allen schon geschafft. Rüste einen Bewohner mit dem Outfit aus. Verkaufe eine Waffe oder Outfit. Gleich. Moment. Okay, sie ist noch am Leben. Kann immer noch keine Radkakerlake töten. Hat aber eine Söldnerausrüstung. Und hier warten inzwischen 5 Leute, die alle nichts Brauchbares haben. Oh,
Nö. Die haben einfach nichts Brauchbares an sich. Dann öffnen wir mal die Kiste. Red Away, okay. Kronkorken, Teddybär, Powerrüstung. Oh, noch eine. 500 Kronkorken. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir eine Waffe oder ein Outfit gewünscht, aber... naja, Outfit haben wir ja. Aber vielleicht noch eine Waffe. So, einfach anziehen und wieder ausziehen. Und schon haben wir die nächste Kiste. Ich wollte gerade boosten, aber naja. Oh, eine rostige Laserpistole. 6 Nuka-Cola Quantum, okay. Cave Sutton. Sutton, keine Ahnung. So, dann auch. Boosten wir mal hier. Rüste einen Bewohner mit einer Waffe aus. So, Cave. In A oder P. Stärke hat er nämlich nicht so. Ich packe ihn trotzdem mal zur Stärke. Und dann gebe ich ihm diese Powerrüstung. Und die rostige Laserpistole. Und dann haben wir noch eine Box. Yay. Eine goldene Uhr. 500 Kronkorken. Ein Stimpack. Kaliber 44 mit Ziervorrichtung. Jericho. Ich will ja nichts sagen, Leute, aber das ist einer meiner Lieblingslegendären Charaktere. Weiß nicht genau, wie ich es aussprechen soll. Weil er einfach so gut ist. Er hat Stärke 8 plus 3, Wahrnehmung 6, Ausdauer 8 plus 4, Beweglichkeit 7, Glück 6. Eine Waffe, die ich leider noch nicht anklicken kann. Kleinen Moment. Da. Ein Infiltrierer. 8 bis 13 Schaden. Und eine schwere Lederrüstung. Also den erstmal direkt hier gegen austauschen. Hallo. Ich will deine Powerrüstung. Ich weiß nicht, ob die was bringt. Nee, eigentlich nicht. Aber ich mach's trotzdem mal. Weil der dann das wieder kriegt. Ich baue mal noch einen Generator und pack den dann hier rein. Und ihr seht, ich gebe fast mein ganzes Geld eigentlich nur für die Aufzüge aus. Es hat schon einen Plan, Leute. Ich muss nämlich ganz nach unten gelangen. Bis in die viertletzte Stufe. Also nicht hier, sondern hierhin. Und wenn ich da bin, baue ich da ein Lager. Und meine Baracken sind zu klein. Egal, ich brauche eh erstmal nicht mehr. Ich glaube, ich hole sie zurück. Das bringt ja nichts mehr.
Level 32. Level 10. Ich mag Jericho. Der bekommt jetzt, der behält die Power-Rüstung auf jeden Fall. Wie gesagt, weil er so hohe Stats hat, außer halt Charisma und Intelligenz. Sonst ist er richtig, richtig, richtig gut. Und da haben wir gerade von der Wasserbehandlung Münzen bekommen. Baracken ausbauen. Und dann ist langsam auch die Folge vorbei. Schon eine Viertelstunde. Ich guck mal kurz. Verkaufe eine Waffe oder Outfit. Will ich eigentlich nicht, aber Aufgabe ist Aufgabe. Sammle 100 Wasser. Ja gut. An dieser Stelle würde ich das Video dann beenden. Wenn ihr mehr wollt, stimmt rechts oben beim i ab. Genau jetzt, falls ihr die Benachrichtigung von YouTube aktiviert habt. Denn wenn ihr es nicht gemacht habt, könnt ihr auch nicht abstimmen. Wenn genügend Leute auf Ja stimmen, werde ich es weitermachen. Wenn nicht, suche ich mir ein anderes Spiel, worüber ich dann einen Spieltest mache. Also, wenn es euch gefallen hat, stimmt rechts oben bei mir ab und lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.